Auch am Tag nach dem Großbrand bei Wiesenhof in Lohne steigen vereinzelt Rauchsäulen in die Höhe. Noch befinden sich Glutnester in den Trümmern, die immer wieder an Flammen aufgehen. Rund 30 Feuerwehrleute sind weiterhin als Brandwache vor Ort, um diese Feuer zu löschen. Die Lage sei aber unter Kontrolle, versichert Einsatzleiter Thorsten Heseding von der Feuerwehr Lohne. Das sind normale Löscharbeiten. Der Schaden ist aber immens und geht in die Millionen. Zahlreiche Hallen auf dem weitläufigen Werksgelände sind zerstört worden. Die Produktion steht bis auf Weiteres still. Die 1600 Mitarbeiter wurden am Nachmittag auf einer Betriebsversammlung in einer nahen Gaststätte informiert. Das Feuer war am Ostermontag gegen Mittag ausgebrochen. Insgesamt 470 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen.